Hasta Padmasana ist der Lotussitz mit ausgestreckten Armen, eine Stellung, um innere Stärke zu entwickeln. Die Stellung wird wie folgt beschrieben in dem Buch Encyclopedia of Traditional Asanas von Garote. Setze dich aufrecht hin, dann bringe die rechte Ferse auf eine Weise, dass der rechte Ferse tatsächlich den Bauch berührt. Und bringe dann auch die linke Ferse so hin, dass diese den Bauch berührt und so bist du in Padmasana. Halte die Knie auf dem Boden. Wenn du jetzt nicht den Lotussitz kannst, dann nimm eine andere kreuzbeinige Stellung ein, gib die Arme nach vorne und falte die Hände. Richte die Wirbelsäule auf und fühle dich stark. Hasta Padmasana ist eine Stellung, um Selbstvertrauen zu entwickeln, um innere Stärke zu entwickeln und auch die Bewusstheit, niemand kann dir etwas anhaben. Hasta Padmasana ist auch besonders gut, wenn du das Gefühl hast, Verschiedenes prasselt auf dich ein und kann dein Herz irgendwo verletzen. Nimm Hasta Padmasana ein und fühle dich stark und beschützt.